Sicherlich hast du auch schon mal gesehen, wie bestimmte Trainer ihren Kämpfern dazu bringen, beim Pratzen eine ganz hohe Schlagkombination zu bringen. Genau heute in diesem Video werde ich dir eine 64er Schlagserie zum Mitmachen zeigen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen auf Boxing Art. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Ferhat, und mit dem heutigen Thema die 64er Schlagserie. Ja Leute, die 64er Schlagserie hat mein Trainer mir damals gezeigt und seitdem machen wir die schon immer, wie aus dem Schlaf rufen wir die schon ab. Und für dich wird es jetzt so sein natürlich, erstmal alles ganz schön viel, aber es gilt dann jetzt hier an dieser Stelle, dass du dann einfach mal zurückspulst, das Video nochmal guckst, wie die Kombinationen aufgebaut sind und dementsprechend steigerst du dich dann langsam Stück für Stück, bis du dann alles in deinem Kopf behältst. Und danach irgendwann auch automatisch das Ganze abrufen kannst. Entweder beim Pratzen oder auch beim Sandsack oder auch als Schattenboxen ist das möglich. Ich würde sagen, wir fangen gleich an und ich zeige euch die Kombination. So, fangen wir an mit der ersten Kombination. Die erste Kombination ist ganz easy. Wir fangen an mit dem Jab einmal. Danach treffen wir den zweimal. Dann Jab, Cross, Jab. Dann Jab, Cross, Cross, Jab. Okay, das war die erste Kombination. Die zweite Kombination sieht folgendermaßen aus. Ich zeige es mal von hier diesmal. Wir treffen Jab, Cross, unten, oben, unten, oben, Kopfhaken. Das war die zweite Kombination. Die dritte Kombination sieht so aus. Wir treffen einmal den Jab, danach links, rechts, links, gehen runter, Kopfhaken. Dann wieder eins. 1, 2, 3, 4, runter, gerade. Das ist die dritte Kombination. Die vierte Kombination sieht so aus. Wir treffen Jab, 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 Cross, Jab, 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 vier Hände danach. Dann wieder Jab, 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 Cross, Cross, Jab und dann Jab, 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 Cross, Haken. Das war das vierte. Die fünfte Kombination. Wir treffen einmal den Jab, bumm, dann Schlaghand, danach Schlaghand unten, Schlaghand Kopfhaken. Die letzte Kombination, die sechste, ist eigentlich ganz einfach. Vier Hände oben, 1, 2, 3, 4. Dann gehst du runter, gehst du wieder runter, dann 1, 2, 3, 4. Okay? Das war die sechste. So Leute, nachdem ich die sechs Kombinationen jetzt euch vorgeführt habe, gilt es jetzt, diese komplett zu verbinden. Und es liegt an dir, ob du das jetzt alles auf einmal abrufen kannst oder nur erstmal die ersten drei machen willst und die ganz gut einprägen willst, um dann daraufhin die anderen weiteren drei zu machen. Oder du guckst einfach, wie du fortschreitest einfach. Das guckst du, entscheidest du selber. Ich zeig's dir jetzt aber alles einmal im Schnellformat durch. Das war die 64er Schlagserie und die könnt ihr einfach nachmachen. Wie gesagt, spult jedes Mal zurück, wenn ihr es nicht mehr weiter weiß. Und dann macht ihr es langsam, Schritt für Schritt. Und irgendwann könnt ihr das dann so, wie ich das euch gezeigt habe, eben im schnellen Tempo dann alles automatisch abrufen. Falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, was man als Anfänger für Kombinationen lernt, dann schau dir das Video hier oben an. Das wird dir sicherlich weiterhelfen. Und wenn du keine weiteren Videos mehr über das Boxen und das Boxtraining verpassen möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.
Ciao.